Wir schreiben das Jahr 2012, es wird Sommer in Deutschland und es ist Kaiserwetter Ende Mai. Fast perfekte Voraussetzungen, um den kompakten Throninhaber vom selbigen zu stoßen. 5 Kandidaten sind vorgefahren und am Ende steht die Aussage, es kann nur einen geben. Ein Vergleich in der Kompaktklasse ist normalerweise nicht besonders spektakulär. Der Dauergewinner heißt oft Golf. Das Ding heißt ja nicht umsonst Golfklasse. Und ich kann sie schon wieder hören, die Kommentare. Ist ja Autobild, da gewinnt der VW Golf sowieso. Brauche ich mir gar nicht angucken. Halt! Dieses Mal haben wir durchaus Konkurrenz dabei, die eine Chance hat. Zum einen gibt es billigere als den Golf. Dann gibt es durchaus auch mal jemanden, der sportlicher ist. Und ganz neu dabei, ein Dreizylinder in diesem Ford Focus. Und der verspricht, der sparsamste Benziner in der Kompaktklasse zu sein. Ob er das wirklich ist und ob das reicht, um den Golf zu schlagen, das zeigen wir Ihnen. Es ist eine Premiere in der Kompaktklasse. Mit lediglich 3 Zylindern möchte Ford die Autowelt aufmischen und sich selbst zum Sparkönig krönen. Offensiv prangt die Werbung an der Tür. Nur 4,8 Liter auf 100 Kilometer soll er verbrauchen. Sind wir ehrlich, das gilt nur für den kleinen EcoBoost-Motor. Wir haben den großen und der ist trotzdem der sparsamste im Vergleich. Der 1-Liter-Motor hat sich lediglich 5,6 Liter super gegönnt. Das waren vor ein paar Jahren gute Dieselwerte in der Kompaktklasse. Zumal die kleine Maschine trotzdem 125 PS mobilisiert. Bei der Beschleunigung ist er zwar der langsamste und auch 193 km/h Spitze sind nicht wirklich die Spitze, aber das ist auch nicht wirklich schlecht. Wir sitzen im Ford Focus und wie wir ja wissen, hat er nur 3 Zylinder und wir wollen mal gucken, ob man das merkt. Wenn man hier auf den Power-Button drückt, dann startet der Wagen und es fühlt sich so an, als wenn er sich verschlucken würde. Das ist aber auch das Einzige, was man merkt. Dann fährt man los. Und es ist absolut nichts mehr zu spüren davon, dass er nur 3 Zylinder anstatt 4 unter der Haube hat. Das heißt, von dieser anerzogenen Sparmaßnahme kriegt man eigentlich überhaupt nichts mit. Und das ist die eigentliche Überraschung. Er fährt sich richtig gut, präzise Lenkung, wie man das von Ford gewohnt ist. Und er hat natürlich auch eine wirklich gute Grundausstattung, das bei einem passablen Preis. Das heißt, dieses Auto kann eigentlich alles. Das Einzige, was man immer wieder kritisieren muss, ist, was haben die Designer eigentlich genommen, als sie diesen Innenraum konzipiert haben? Irgendwo zwischen Star Wars und Fisher-Price müssen die hängen geblieben sein. Aber es funktioniert eben alles und das Design ist ja nur eine subjektive Einschätzung. Ganz objektiv ist der Ford genau in der Mitte. Zumindest was den Preis angeht. 23.400 Euro inklusive 17 Zoll Rädern sind ein absolut fairer Preis für einen kompakten in diesem Feld. Mehr als fair ist das, was Hyundai haben will. 20.660 Euro für einen i30 inklusive Plus-Paket. Das bedeutet, der Innenraum ist voller Elektronik, Bluetooth, Tempomat, Regensensor, Einparkhilfe und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Hyundai ist als einziger in diesem Feld ohne einen Turbo unterwegs. Das macht sich aber beim Spritverbrauch gar nicht mal so sehr bemerkbar. 6,3 Liter in unserem Test sind völlig in Ordnung, wenn auch nicht spitze. Die 135 PS sind da schon eher im oberen Bereich. Nur der 1er BMW ist besser. Und bei über 10 Sekunden von 0 auf 100 wird sich auch keiner beschweren. Mit 195 Spitze liegt Hyundai zwar auf dem vorletzten Rang, aber das wird einem Käufer wohl kaum die Laune verderben. Wer sich für den Koreaner interessiert, der legt Wert auf andere Dinge. Der Hyundai i30 ist sicherlich kein Geheimtipp mehr, aber durchaus noch was für Schnäppchenjäger. Er ist der günstigste in diesem Vergleich. Er hat eine 5-jährige Garantie, das bietet auch kein anderer im Feld. Und er hat richtig Platz. Selbst da hinten sitzt man noch echt menschenwürdig. Dazu kommt, dass er eine sehr gute Ausstattung hat. Klar, bei den Materialien haben sie ein bisschen gespart und auch das Fahrwerk. Da konnten sie sich nicht entscheiden. Soll er nun komfortabel, soll er sportlich, ach, am besten gar nichts. Also da haben sie durchaus noch eine Chance nachzubessern, die Koreaner. Aber ansonsten kann der hier wirklich alles. Aber er ist einfach nicht ganz so edel ausgestattet wie zum Beispiel die deutschen Vertreter. Ist das wichtig? Eher nein, der Hyundai kommt eben über den Preis. Ein Schnäppchen war der Golf noch nie. Aber warum sollte man auch günstig sein, wenn man der König der Kompakten ist? Die Frage ist nur, wie lange noch? Der Golf ist in die Jahre gekommen und wird so langsam aber sicher zum Auslaufmodell. In unserem Vergleich tritt er mit einem 1,4 Liter TSI-Motor an. Er hat zwar nur 122 PS und ist damit der schwächste im Feld, aber wie es bei einem Volkswagen fast üblich ist, er macht viel draus. Er beschleunigt genauso schnell wie ein Hyundai und der hat immerhin 13 Pferde mehr dabei. Die Topspeed liegt bei 200 und damit ist der Golf in der oberen Hälfte in diesem Vergleich. Nur der BMW ist schneller. Im Innenraum bietet die Highline-Ausstattung eigentlich alles, was man so zum Wohlfühlen braucht.
Wir sitzen im Golf und was soll man zu diesem Auto sagen? Es ist eigentlich alles gesagt. Man kommt hier rein und hat das Gefühl von zu Hause. Aber inzwischen ist dieses Wohnzimmer so ein bisschen angestaubt. Das merkt man nur an Kleinigkeiten. Der Navi-Bildschirm sieht inzwischen beim Hyundai ein bisschen besser aus. Er hat noch eine mechanische Handbremse, andere haben eine elektronische. Er startet noch mit dem Schlüssel, andere haben den Knopf. Das sind alles Kleinigkeiten, die nicht mal unbedingt Schwächen sein müssen. Aber man merkt eben, dass die anderen da moderner geworden sind. Ansonsten bleiben die Stärken des Golf natürlich die Lenkung, das Fahrwerk und der Motor. Da macht ihm so schnell keiner was vor. Der Golf kostet in der höchsten Ausstattungsvariante mit adaptivem Fahrwerk und vier Türen 24.460 Euro. Damit ist er der zweiteuerste in diesem Vergleich. Aber beim Wiederverkaufswert liegt er dafür auch auf Platz 2. Die Franzosen schicken den Mégane zum Sturm auf die Golf-Bastille. Der Renault hat seinen Facelift bereits hinter sich und fährt jetzt deutlich eleganter gestylt durch die Lande und kommt dazu auch noch mit einer massentauglicheren Optik um die Ecke. Außerdem gibt es einen neuen Turbomotor im Programm, eine 1,4 Liter Maschine mit 130 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Damit ist der Renault gut dabei und auch bei der Beschleunigung kann er sich mit knapp unter 10 Sekunden fast nach vorne fahren. Leider verbraucht er am meisten. Über 7 Liter sind in diesem Vergleich der schlechteste Wert. Was erwartet man von einem französischen Auto? Dass es viel Ausstattung hat, komfortabel ist, dass es einen akzeptablen Preis hat und irgendwie anders ist. All das kann Renault eigentlich auch, nur mit dem Komfort ist es nicht so weit her. Die haben ihn hier nämlich versucht sportlicher zu machen, dadurch ist er holpriger geworden. Das Blöde ist auch, dass die Koreaner inzwischen günstiger besser können als die Franzosen. Und das Einzige, was an diesem Auto richtig Spaß macht, nämlich der Motor, der trinkt leider aber auch dementsprechend viel. Das heißt, all das ist irgendwie immer nur Mittelmaß. Das Unglückliche ist, dass die Franzosen nicht mal über den Preis richtig Boden gut machen können. Mit 23.350 Euro befinden sie sich ebenfalls im Mittelmaß. Alles andere als mittelmäßig ist der BMW. Er stellt eher so etwas wie die andere Seite der Kompaktmedaille dar, und zwar die sportliche Seite. Sein Innenraum ist typisch bayerisch aufgebaut, schick eingerichtet und in diesem Fall mit Sportsitzen, Sportlenkung und adaptivem Fahrwerk. Er hat einen 1,6 Liter Turbo unter der Haube, der seine Arbeit zum Beispiel auch bei Peugeot verrichtet. Bei den Bayern leistet er 136 PS und ist konsequent auf Speed ausgerichtet. 8,6 Sekunden von 0 auf 100 sind eine andere Liga als der Rest des Vergleichs. 210 Spitze ist auch einsame. Naja, eben Spitze. Selbst beim Verbrauch hinkt er nicht wirklich hinterher. Mit 6,6 Litern sortiert er sich genau im Mittelfeld ein. Bei den Fahreigenschaften liegt der Bayer ganz vorne. Wir sitzen im BMW und dieses Auto umschließt einen förmlich. Man hat perfekten Seitenhalt, diese Sitze umklammern einen, man wird Teil des Autos. Diese Lenkung ist traumhaft, dieses Fahrwerk sensationell, die Schaltung knackig, er dreht freudig hoch. All das macht natürlich Spaß und dieses Auto ist im Grunde genommen auch gute Laune auf vier Rädern. Aber alles, was hier gut aussieht, kostet auch richtig Geld. Das heißt, das Navigationssystem, der Bordcomputer, die Klimaautomatik, alles kostet extra. Und die Enge, dieses Sportliche, hat auch natürlich zur Folge, dass man nicht so viel Platz hat. Da hinten möchte man eigentlich gar nicht sitzen und für die Familie ist dieses Auto auch nur bedingt tauglich. Er ist flach, eng und unübersichtlich. Sein Kofferraum gehört zu den kleinsten im Feld. Dazu kommt der Preis. 25.980 Euro sind ebenfalls spitze. Das ist nur in diesem Fall nicht besonders positiv. Vier gegen den Golf. Der hat inzwischen wirklich Mühe, sich durchzusetzen. Das merkt man vor allem bei der Karosserie. Die Gegner sind alle gewachsen. Bei umgelegter Sitzbank hat der Golf zwar nach wie vor den meisten Platz, aber beim reinen Kofferraum sind alle anderen inzwischen besser. Es ist deutlich enger als früher. Das gilt auch für die Abstände in der Gesamtwertung. Am Ende so eines Vergleiches, da muss es immer jemanden geben, der letzter wird. Und in diesem Fall ist das der Renault Mégane. Er hat einen wirklich guten Motor, aber im Feinschliff, da fehlt es diesem Auto doch an einigem. Besser macht das der Hyundai i30. Der bietet am meisten Auto fürs Geld und wird verdient Preis-Leistungssieger.
Wer ein bisschen mehr Geld übrig hat und es auch etwas sportlicher mag, der sollte allerdings zum BMW greifen. Der hier macht richtig Spaß. Und der Gesamtsieger an diesem Tag heißt Ford Focus. Und das ist eine Riesenüberraschung. Er ist tatsächlich auch das beste Auto. Er muss sich diesen ersten Platz teilen und zwar mit dem VW Golf. Das liegt aber einfach nur daran, dass der Golf wertstabiler ist und dass er nur alle 3 Jahre zur Wartung muss. Dieser hier, der muss alle 12 Monate in die Werkstatt. Und dieser Vergleich zeigt auch, es wird eng für den VW Golf. Wie gut, dass in diesem Jahr ein Modellwechsel ansteht. Auf dem Pariser Autosalon 2012 wird der neue Golf vorgestellt und 2013 kommt er dann in den Handel. Er wird größer werden und trotzdem leichter und damit sollte er dann auch wieder alleine herrschen. Aber für heute nützt das nichts. Er muss sich den Thron teilen, weil Ford mit dem Dreizylinder einfach mutiger und besser ist. In Summe nur nicht billiger.